Die Wahrscheinlichkeit der 2-Sigma-Umgebung. Warum eigentlich 2-Sigma-Umgebung und nicht Sigma-Umgebung? Naja, weil man kann natürlich aus der 2-Sigma-Umgebung genauso die 1-Sigma-Umgebung, die braucht man ja quasi dafür. Deswegen ist das hier mit dabei. Wir haben eine Binomialverteilung vorliegen mit n gleich 200. Das heißt, 200 Mal wird ein Zufallsversuch durchgeführt, wobei eine Trefferwahrscheinlichkeit von 0,24 gegeben ist. So. Dann wollen wir jetzt die 2-Sigma-Umgebung bestimmen. Was ist überhaupt eine Sigma-Umgebung, könnte man sich fragen. Wenn wir eine Binomialverteilung uns vorstellen, 200 kann ich natürlich hier jetzt nicht zeichnen, aber wir haben hier, das ist dann im Prinzip, dieses hier wäre das Histogramm, die sind natürlich alle gleich breit und so weiter. Und wir hätten jetzt hier in diesem Punkt haben wir den Erwartungswert. Sigma, nee, Mü heißt der. Wenn der Stift nicht ordentlich schreibt, kann ich auch nicht ordentlich denken. Na egal, ich kaufe mir neue Stifte. Versprochen. Wir haben hier, spätestens wenn sie leer sind. Gut, also das wäre μ, der Erwartungswert. Und die Sigma-Umgebung. Sigma ist ja die Standardabweichung. Das bedeutet, wie viel ist diese, ja, das ist ein Maß für die Streuung. Wenn Sigma so groß ist zum Beispiel, dann ist es ja größer als wenn es so kleiner als wenn es so wäre. Das heißt, die zweite Variante hätte mehr gestreut als die erste. Es erstmal nur so zu schlucken. Wir sollen ja eigentlich nur eine 2-Sigma-Umgebung bestimmen und dazu müssen wir den Erwartungswert bestimmen und Sigma bestimmen. Das bedeutet, wir nehmen zwei Formeln. E von x ist gleich der Erwartungswert, μ ist gleich n mal p. Und das ist gleich 200 mal 0,24 gleich 48. Bedeutung nochmal, wir erwarten im Mittel 48 Treffer, wenn wir 200 mal diesen Zufallsversuch mit der Erfolgswahrscheinlichkeit von 0,24 durchführen. Jetzt haben wir die Sigma-Geschichte. Wir sollen jetzt Sigma bestimmen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wir brauchen dafür 2 Sigma, brauchen wir Sigma. Sigma ist die Wurzel aus diesem Erwartungswert μ oder nach der Formel n mal p mal die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus p und darüber die Wurzel. Und das ist dann gleich 200 mal, ja, das müssen wir nicht nochmal rechnen, denn das haben wir hier ja schon berechnet, sind 48. 48 mal 0,76, was dann die Gegenwahrscheinlichkeit wäre oder die Misserfolgswahrscheinlichkeit. Und daraus die Wurzel ist in diesem Fall ungefähr 6,04. So, jetzt muss es auch noch mal ordentlich schreiben hier, Mensch. Gut, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir diese Sigma-Geschichte. Und nun können wir uns noch mal vielleicht das Schaubild hier angucken, aber jetzt nicht als Histogramm, sondern schon mal als Kurve. Ja, man könnte sich jetzt vorstellen, dass hier drunter sind solche Rechtecke, aber wenn ich das mache, dann komme ich ja gar nicht klar. Hier ist also die 48. Und Sigma heißt jetzt, das heißt, legt fest, so weit, Sigma ist jetzt 6,04, das heißt, hier ist 54 und hier drüben ist 42. 6 nach links von 48 ist 42, 6 nach rechts ist 54. Und in diesem Bereich hier ist ein Standardmaß, ja, das kann man jetzt vergleichen, wenn wir so eine Kurve haben und so eine Kurve, das war natürlich Blödsinn. Und so eine Kurve hier haben. Und wir haben hier zum Beispiel hier den Mittelwert und da haben wir in dem Bereich. Dann ist diese hier natürlich viel weniger gestreut als diese hier. Also das ist die Geschichte nochmal vom Streuungsmaß, auch wenn das jetzt hier keine so besonders große Rolle spielt, weil das formulös einfach zu lösen ist. Ja? Wir können nämlich jetzt einfach sagen, okay, dann wollen wir jetzt also die Wahrscheinlichkeit haben von einem Intervall. Und dieses Intervall ist, wenn wir 2 Sigma haben, ist das auf der einen Seite μ minus 2 Sigma. Das haben wir gerade eben gesehen. Der Erwartungswert war hier. Und dann geben wir 2 mal Sigma oder in diesem Fall 12. Ne, hier 48 ist ja der Erwartungswert. Und 12 gehen wir hier rüber, also bis zur 36. Habe ich gerade eben 42 gesagt. Das bezog sich ja auf 1 Sigma. Jetzt haben wir 2 Sigma, also von 36 bis 60. Da liegen halt 2 Sigma von den Treffern, die wir erwarten können. Gut. Ist kleiner gleich x ist kleiner gleich μ plus 2 Sigma. Ne, weil es ist ja ein Umgebungsradius. Gut, jetzt haben wir hier die Wahrscheinlichkeiten. Jetzt müssen wir eine Kehrtwendung hier noch machen.
Denn das können wir nicht aus der Tabelle ablesen. Es gibt jetzt Tabellen für diese Binomialverteilung mit n gleich 200 und p gleich 0,24. Die verlinke ich auch unter dem Beitrag. Und da können wir, naja, das hier habe ich in einem Video vorher schon mal gemacht, deswegen ist es eigentlich schon eine Vokabel. Das hier ist gleich p von μ x kleiner gleich natürlich, weil x kleiner gleich ist ja das, was wir in der kumulierten Tabelle ablesen können, die ich verlinke. μ plus 2 Sigma minus die Wahrscheinlichkeit von μ minus 2 Sigma minus 1. Liegt einfach daran, ich werde das hier jetzt auch nochmal mit konkreten Zahlen machen, weil daran kann man das meist leichter sich merken, ist hier also die Sigma, μ ist ja gleich 48, dann ist μ plus 2 mal Sigma, 2 mal 6 sind plus 12 ist dann 60. Die Wahrscheinlichkeit von x kleiner gleich 60 minus die Wahrscheinlichkeit von x kleiner gleich, hier muss auch nochmal x kleiner gleich hin, kleiner gleich nicht 36, 36 wäre ja μ minus 2 Sigma wären 36 und jetzt muss ich noch einen mehr abziehen, 35. Warum eigentlich? Ich will ja, dass die, das Intervall von, das kann ich jetzt hier nochmal hinschreiben ordentlich, von 36 bis 60 haben. Dann nehme ich die kumulierte Wahrscheinlichkeit von allen zusammen bis 60 und ziehe alle zusammen bis einschließlich 35 ab. Dann habe ich nämlich die von 36 bis 60. Diese Werte hier kann ich lustigerweise ablesen oder günstigerweise ablesen. Bei 60 steht hier eine 0,979 und bei 35 steht hier eine 0,017. Das kann ich ausrechnen, ist gleich 0,962. Und das hier ist dann eine Prozentangabe oder die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis bei 200-maligem Zufallsversuch zwischen 36 und 60 Treffern zu erzielen. Das soll es hiervon gewesen sein. Du kannst ja mal versuchen, da jetzt die 1-Sigma-Umgebung auszurechnen und die 3-Sigma-Umgebung auszurechnen. Und dann war es das im Prinzip auch dazu, die Sigma-Umgebung auszurechnen. Man kann jetzt auch natürlich noch eine 95%-Umgebung zum Beispiel ausrechnen. Dazu gibt es auch dann ein Video. Da geht man ein bisschen anders vor. Das soll jetzt aber nur ein bisschen länger machen sein. Und hier ist das Schild und ich sage Tschüss.